Es ist nicht mehr zu übersehen. Bauzäune und Container zeigen, dass der Umbau in der Eckersbacher Salutstraße 12 begonnen hat. Im Auftrag der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau wird der 1984 errichtete Wohnblock modernisiert und für ältere Mieter fit gemacht. Im Januar hat die Entkernung begonnen, im Herbst soll die seniorengerechte Wohnanlage fertig sein. Im Zuge der Sanierung erhalten die 54 Wohnungen nicht nur neue Grundrisse. Bestehende Barrieren werden reduziert, Wohnkomfort und Sicherheit erhöht. Mit breiteren Türen, bodengleichen Duschen und größeren Badezimmern möchte die GGZ älteren Menschen einen langen Verbleib in der gewohnten Umgebung ermöglichen. Von den schwellenlosen Balkontüren profitieren künftig auch Behinderte oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen. Sämtliche Wohnungen sind mit dem Aufzug erreichbar. Von den vorhandenen Fahrstühlen wird einer zurückgebaut, der andere erneuert und ebenerdig gestaltet. Hinzu kommen Verbesserungen des Wärmeschutzes an der Fassade sowie die Modernisierung der haustechnischen Anlagen. Im Erdgeschoss befinden sich künftig ein Gemeinschaftsraum, die Sozialstation und zwei Rollstuhlfahrer-WCs. Im Untergeschoss sind Abstellräume für Rollstühle oder andere Hilfsmittel geplant. Vor dem Objekt entstehen 11 neue Stellplätze, davon 2 Rollstuhlparkplätze. Die Betreuung der Mieter der Wohnanlage übernimmt die Abteilung Soziale Dienste der Arbeiterwohlfahrt. Die Grundleistungen sind in der monatlichen Betreuungspauschale enthalten und damit zuzahlungsfrei.